Hallöchen und willkommen zu dieser besonderen Folge von Sin My Shuno und mit unserer guten Alaska, dieses Mal in der Hauptrolle. Endlich habe ich es geschafft, dass ich mir die Zeit einfach nehme für die Alaska-Folge, die ich jetzt schon so lange angekündigt habe. Ich danke euch immer für die ganze Geduld. Ihr wisst, dieser Kanal hier, das ist wirklich so mein Hobby nebenbei und ja, von daher fällt es mir manchmal schwer, halt die richtigen Zeiten dafür einfach freizuschaufeln. Aber da sind wir. Alaska hat wieder ein neues Zuhause und Alaska sieht ziemlich wütend aus. Dazu kommen wir gleich. Erstmal nochmal kurz euch abgeholt für alle diejenigen, die vielleicht nicht hundertprozentig mitbekommen haben, wer Alaska ist. Alaska ist die ehemalige Nachbarin von Joe London, unserem Hauptcharakter in der Sin My Shuno-Reihe. Und Alaska war halt irgendwann sozusagen eingezogen nebenan. Die zwei sind Freunde geworden, der Rest ist Geschichte. Und Alaska ist halt ein sehr spezieller Charakter. Ich habe mir damals halt überlegt, es wäre irgendwie cool, wenn sie halt tatsächlich eine Drag Queen einfach als Freundin hätte. Also Alaska ist trans und ich habe sie aus der Galerie damals runtergeladen. Vorbild ist Alaska 5000, die man vielleicht kennt von RuPaul's Drag Race, meine ich. Und ja, auf jeden Fall finde ich ihren Charakter unfassbar spannend. Und wir haben immer schon mal so ein bisschen was mitbekommen, aber heute werden wir erstmal hier so richtig hinterblicken, was bei Alaska eigentlich alles so los ist. Sie hat jetzt hier ein Apartment in Sin My Shuno bezogen. Eine Maisonette-Wohnung, die recht groß ist. Und ja, lebt mitten in der City in Sin My Shuno, genauso wie halt unsere gute Joe auch. Aktuell ist ihr Job tatsächlich in der Technikkarriere Stufe 2. Also ich möchte ganz gerne in dieser Folge sie mal mindestens auf vielleicht Stufe 3, 4 oder also 5 wäre schön. Ich weiß nicht, ob ich das realistischerweise alles schaffen werde. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ihr Bestreben ist Leitwolf. Das heißt, sie möchte Gruppengründerin und keine Ahnung was alles sein. Also ich keine Ahnung, ob das wirklich so sinnvoll ist. Wen kennt sie denn überhaupt alles? Was sehen meine Augen? Eine Liebesleiste mit Ruamete. Who are you? Liebespärchen, fester Freund und Alaska cheated on him. Also sie hat ihn betrogen. Oh mein Gott. Also ich habe halt noch nie bei Alaska reingeguckt, aber er sieht mal schnieke aus, Leute. Oh mein Gott, den werden wir uns auf jeden Fall genauer anschauen. Mit Lucien hat sie es auf jeden Fall nicht so. Das ist interessant. Und ansonsten kennt sie halt so ein paar Leute. Aber natürlich ist Joe sozusagen ja ihre beste Freundin. Wobei hier steht nur Bekannte. Also das ist halt, ihr wisst, wie das ist. Das ist immer ein bisschen schwierig mit Sims, weil ja, die wir sind eigentlich beste Freunde schon super lange. Aber irgendwie, ja, man kriegt das nicht immer alles so ganz genau hin. Ihr seht jetzt, Alaska hat tatsächlich eine ziemlich fiese Stimmung und ist angespannt. Und da ist schon ein Zeichen, das ihr vielleicht erblickt habt. Und zwar ein neues Baby. Ein neues Baby wurde geboren. Was soll man dazu sagen? Es war ein ungewolltes Kind. Das heißt, Alaska weiß und wusste von der Schwangerschaft. Das heißt, ihr war bewusst, dass Gina ihre Tochter ist. Aber sie ist nicht gerade glücklich damit. Jetzt gucken wir mal in das Profil noch rein bei Diana. Also die zwei hatten ja auf jeden Fall da dann offensichtlicherweise ein Techtelmechtel, wo halt dieses Kind bei entstanden ist. Und ich tippe mal, dass sie so halt auch Rua quasi betrogen hat, den wir uns auf jeden Fall angucken werden in dieser Folge. Und ich würde sagen, wir lassen sie jetzt erstmal, was muss sie für ihre Karriere machen? Videospiele spielen und programmieren. Okay, dann lasse ich sie jetzt erstmal ein Spiel spielen, in der Hoffnung, dass sie sich dann ein bisschen entspannt. Also es ist wirklich super, super interessant, dass sie halt tatsächlich diese Stimmung hat, was das Kind anbelangt. Ich weiß nicht, was sie sonst noch so... Wir gucken mal überhaupt bei ihr rein. Ich habe gerade gar keine Ahnung. Kochen, Malen, Geige, Fitness und Videospiele. Ja, okay, 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 okay. Und ansonsten hier, sie ist noch eine junge Erwachsene, das heißt, sie hat noch Zeit. Sie möchte eigentlich keine Kinder zurzeit und sie präferiert sogar eine nicht exklusive Beziehungsgestaltung.
Und hier langsam lernende Eltern. Ja, dieser Sim hat das Potenzial, die Erziehungsfähigkeit in vollen Zügen zu erwerben, aber ist es nur so, dass es für ihn nicht so selbstverständlich ist wie für die meisten anderen Sims. Oh, und sie hat eine sehr interessante Stimme scheinbar. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, jetzt mal bei ihr halt so reinzuschauen, um mal so ein bisschen herauszufinden, was eigentlich bei ihr so los ist. Diese Karriere hat das Spiel ihr irgendwann selbst gegeben. Habe ich für sie so nicht ausgesucht. Das Geld, was sie besitzt, hat ihr das Spiel auch einfach so gegeben. Habe ich ihr auch nicht ausgesucht. Also ihr seht, ich habe da nicht eingegriffen oder so. Okay, gespielt hat sie jetzt auf jeden Fall gleich mal. Das ist schon mal super. Es geht ihr dabei also jetzt wieder ganz gut. Lassen wir das mal zu 75%. Da kann sie sich jetzt gleich noch das Lotterie loskaufen. Jawohl, das passt ja schon mal zu ihrer Karriere auf jeden Fall. Sehr schön. Und dann muss sie Programmieren üben. Also jetzt kauft sie sich erstmal noch das los, weil sie diesen Feiertag liebt. Und das gönnen wir ihr natürlich auch. Und jetzt lasse ich sie auf jeden Fall mal programmieren. Ja, also das heißt, viele von euch hatten sich ja gehofft oder gewünscht, dass Alaska Gina vielleicht zu sich holt. Sie ist jetzt natürlich auch überhaupt nicht glücklich mit dem Baby. Und wollte eigentlich auch kein Kind. Das ist natürlich jetzt eine echt schwierige Situation, weil Diana, glaube ich, ja eigentlich mega glücklich ist mit dem Kind. Und deswegen ist so ein bisschen die Frage, ob diese Storyline, die ich mir überlegt hatte, dass Diana mit dem Kind überfordert ist, überhaupt wirklich passt. Weil wenn sie das Kind ja haben will und glücklich auch damit ist, würde sie sich ja theoretisch höchstwahrscheinlich auch gut ums Kind kümmern. Es ist schwierig, Leute. Ich finde es wirklich ganz, ganz schwierig zu sagen und zu entscheiden, was wir jetzt quasi damit anfangen. Weil ich es halt auch immer schöner finde, wenn das Spiel einem sozusagen halt selbst Dinge vorgibt. So, wieso? Also das mit dem Programmieren scheint ja hier so nicht zu... Ah doch, funktioniert. Funktioniert. Ich habe zwar irgendwie... Ach, ich weiß warum. Ich weiß warum. Ich weiß warum. Üben mal weiter programmieren. Ich habe eben Thumbnails gemacht. Okay. Zack, jetzt können wir auch sehen, dass du programmieren lernst. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall passt das ja schon mal. Das heißt, wir könnten vielleicht am nächsten Tag sogar die nächste Beförderung bekommen, wenn ich sie jetzt hier noch fertig programmiere. Perfekt. Hat sie geschafft. Super. Fleißige Alaska-Weska. So, dann macht ihr mal was zu futtern. Und dann werden wir vielleicht mal mit Joe telefonieren. Und mal hören, wie es ihrer Freundin denn so geht. Das wäre doch schön. Was hast du dir denn da Feines gezaubert, meine Gute? Gebackene Schokomousse? Oh mein Gott, wie geil. Okay, was ist 4.20 Uhr? Okay, damit kannst du vergessen, irgendwen anzurufen, glaube ich. Weil die werden alle pennen. Schalte das mal aus. Und dann kannst du mal aber in dein Bettchen hüpfen. Und noch ein bisschen schlafen. Es ist Erntefest. Oh mein Gott, Leute. Das bietet auf jeden Fall Potenzial dafür, dass wir tatsächlich ja einfach alle einladen und sozusagen auch hier ein bisschen gemeinsam Erntefest feiern. Das würde ich auf jeden Fall richtig, richtig nice finden. Also Alaska hat auf jeden Fall gutes Vermögen. Das heißt, von daher müsste sie theoretisch eigentlich schon weiter in der Karriere sein. Aber keine Ahnung, ist sie halt nicht. Ist nicht so schlimm. Dann gibt diesen Viechern hier mal Kuchen. Also ich finde das immer sehr interessant mit diesen Dingern. Ich wünschte, sowas würde es auch in Real Life geben. Das war nicht so cool. Perfekt. Also der ist uns schon mal wohlgesonnen. Dann gucken wir mal beim nächsten. Alright. So, jetzt sind alle Zwerge auf jeden Fall wieder glücklich mit uns. Ist hier überhaupt gar kein Licht oder was? Ach so, wir haben Stromspartag. Das ist ja ganz toll. Das ist ja ganz toll. Die nächsten 12 Stunden. Ich hasse diesen Scheiß. So, und Jasminda hat gewonnen. Okay, toll. Ganz, ganz toll. So, sie hängt schon am Telefon. Das ist voll in Ordnung. Dann ruf doch mal die liebe Joe an und plauder mal eine Runde mit ihr. So, und hier spawnen jetzt die ganze Zeit natürlich auch die Pflanzenpakete. Die können wir alle schön verkaufen, weil Gärtnern ist, glaube ich, jetzt nicht so unbedingt Alaskas Ding. Aber das bringt immer ganz gut Cash, muss man sagen. So, was machst du da? Sportspaß spielen. Okay. Yo. Brauchst noch mal was zu futtern. Und vielleicht noch ein Telefonat mit Joe. So, da ist gerade unser Nachbar vorbeigekommen. Das ist Akira Kibo. Mit denen versteht sie sich tatsächlich ja auch ganz gut. Da kannst du dich auch mal lustig vorstellen. Ach so, heute muss sie ja noch höchstwahrscheinlich nicht zur Arbeit, oder? Ah, doch.
Sie kann zur Arbeit gehen, dann schicken wir sie mal zur Arbeit. So, sie ist jetzt bei der Arbeit. Sehr schön. Und hier spawnen immer weiter Pakete. Ich sammle... Ach, das geht ja jetzt nicht. Wir warten dann erstmal, bis Alaska von der Arbeit wieder zurück ist und lassen sie mal fleißig arbeiten. Okay, keine Beförderung aktuell, aber das ist in Ordnung. Jetzt sammle ich erstmal alle Pakete hier ein. Das ist eine ganz schöne Menge. Und dann werden wir auf jeden Fall natürlich Rua mal einladen, beziehungsweise heute dann auch Erntedank sozusagen machen und quasi das große Reveal machen, nämlich dass letztendlich alle dann mitbekommen werden, dass nun mal Gina ihr Kind ist und ja, diese Situation mit Diana halt echt sehr interessant einfach sich gestaltet, ja. So, Joe sagt sowieso schon, sie möchte gerne abhängen. Also pass auf, Leute, wir machen jetzt Folgendes. Wir machen jetzt ein gesellschaftliches Ereignis und laden sowieso jetzt hier mal alle Leute ein. Das wird auf jeden Fall jetzt wahrscheinlich ein... Es wird wahrscheinlich eine komplette Katastrophe, weil, ja... Naja, was soll man dazu sagen? So, wir machen ein Gala-Abendessen. Es wird kein Prestige-Event. Alaska ist die Gastgeberin und jetzt schauen wir mal, wen wir hier einladen. Also auf jeden Fall mal Joe. Kennt sie Fabio überhaupt? Verdammt, sie kennt Fabio gar nicht. Oh, das ist natürlich auch nicht so geil, hä? Okay, Diana sollte auf jeden Fall kommen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wer die anderen sind. Und dann einfach hier noch den Nachbarn. Und Geoffrey und dann gucke ich mal, ob ich irgendwie Dingens hierher kriege. Also, Fabio. Alles klar. Gorgeous Outfit, meine Liebe. Gorgeous. Jetzt müssen wir mal gucken. Zu essen haben wir natürlich hier jetzt irgendwie gar nichts. Können wir was bestellen? Wir können wirklich absolut gar nichts, wenn der Strom nicht da ist. Oh mein Gott, ich liebe es nicht. So, das ist Akira. Ich weiß es gerade gar nicht. Akira. Super, der ist schon mal da. Mal schauen, ob der Rest halt auch kommt. Wäre schön. So, wir haben auf jeden Fall einen Caterer. Oh mein Gott, okay, alle stehen hier im Flur. Dann kommt doch vielleicht mal rein, Leute. Kommt doch vielleicht mal rein. Oh mein Gott. So, dann können wir ja auf jeden Fall Rua schon mal ein Geheimnis ausplaudern. Und zwar, was tun die da jetzt? Das ist immer dieses... Oh, der Strom ist wieder da, sehr gut. Was tun die da? Oh mein Gott, ich glaube, die techteln jetzt gleich. Oh mein Gott. Okay, egal. Wir machen gerade erstmal noch ein Truthahnfest mal, aber ich glaube, die techteln. Oder? Okay, nein. Okay. Entwarnung. Die sind einfach nur irgendwie hochgegangen, aber normalerweise ist das immer dieses Geräusch so, ja. Okay. Ich habe ein bisschen Angst. So. Also. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen mit Rua reden, um halt im Prinzip hier das Ganze auch wieder ein bisschen zu kitten. Und ich hatte noch nie den ersten Kuss. Oh mein Gott, das ist ein bisschen traurig, hä? So, dann pass auf, dann mach das doch mal. Okay, Alaska ist jetzt wütend wegen den lauten Nachbarn. Okay, alles klar, gar kein Problem. Dann kannst du gleich mal danach noch alle zum Festmahl rufen. Ihr habt ja selbst eine Party, ne? Okay, jetzt haben die zwei wenigstens mal ihren ersten Kuss erlebt. Sehr schön. obwohl sie schon in einer Beziehung sind, aber sie hatten noch nicht mal den ersten Kuss. Das ist irgendwie immer so interessant in Sims, ne? Ich sage es euch. So, jetzt ruft sie mal hier nochmal alle zum Festmahl, dass sie auch alle tatsächlich bitte an den Tisch kommen. Und dann werden wir hier die Situation erstmal aufklären. Ich weiß halt gar nicht, ob sie irgendwie Rua sagen kann. Confess to having cheated with. Okay. Dann geben wir jetzt mal zu, dass da halt Dinge passiert sind. Okay, das findet er natürlich logischerweise ziemlich kacke. Oh mein Gott! Habt ihr das gesehen? Die Freundschaftsleiste ist einfach komplett gekickt. Okay, können wir uns irgendwie entschuldigen oder so? Entschuldigen. Und dann irgendwie dankbar sein? Okay, und mit Diana müssen wir die ganze Situation natürlich auch irgendwie noch klären. Können wir mit ihr irgendwie was klären? Nee, gar nicht, ne?
Das ist halt, oh, das ist so schlecht gemacht. Also, dann fragen wir sie mal nach dem Essen und danken ihr mal fürs Kommen oder so. Okay, also ihr Erntefest war auf jeden Fall ziemlich gut. Wir versuchen das Ganze hier weiter irgendwie mit Ruhe zu kitten, weil es ist halt wirklich interessant, dass da jetzt sozusagen eine neue Beziehung aufgetaucht ist, von der wir noch gar nichts wussten. Ich würde auch Rua vielleicht bitten, über Nacht zu bleiben. So, ich habe ihm jetzt auch mal den Schlüssel gegeben. Einladen, über Nacht zu bleiben. Mach das mal noch schnell. Ich hoffe, das funktioniert. Funktioniert das noch? Oh. Okay, ich glaube, sie hat sich hier eingepinkelt. Nee, hat, glaube ich, nicht mehr funktioniert. Auf jeden Fall ist das Erntefest vorbei. Das Galaessen ist vorbei. Also, die Situation ist jetzt auf jeden Fall raus. Sie hat Rua gesagt, dass sie ihn betrogen hat und dass dabei halt ein Kind entstanden ist. Herzlichen Glückwunsch. Und scheinbar war er jetzt auf jeden Fall sauer auf sie, aber ist ja jetzt auch nicht komplett eskaliert, ne? Also, ich glaube, die Beziehung ist zu retten zwischen den beiden. Wir müssen jetzt mal schauen, wie es die nächsten Tage so läuft, würde ich sagen. Und ja, dann gucken wir einfach mal. Ich lasse sie jetzt definitiv, genau, sie duscht gerade und danach kann sie ja sich schlafen legen. Denn am nächsten Tag muss sie bestimmt wieder arbeiten, gell? 7 Stunden bis zur Arbeit, alles klar. Gut, und dann werden wir mal schauen, wie sie jetzt weiter über diese Situation denkt. Oh, hier ist ein Erdbeben. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ach ja, das ist ja so ein Erdbeben-Ding hier, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, läuft. Okay, was hat sie hier? Ach, da hat sie ein Tablet liegen oder was? Ja, okay, toll, dann nimm das halt mal. Und die Bude stinkt, ne? Die Bude stinkt. Ich kann sie jetzt gleich auch noch schnell aufräumen. So, jetzt begrüßen uns auch das erste Mal die Nachbarn. Dann bitten wir die einfach mal herein. Ist ja egal. Ach, sie ist da auf der Arbeit. Schön. Das heißt, es wird auf jeden Fall nicht laufen mit den Nachbarn. Jetzt werden wir mit denen alle eine negative Leiste kriegen, ne? Ach, so ein Scheiß, ey. Avis ruft an. Avis? Das ist random, aber ich fühle mich zu dir hingezogen, Alaska. Und ich möchte nicht einfach nur ein weiterer Freund von dir sein. Ich möchte mehr für dich sein. Also wir haben hier gerade schon ziemlich viel Chaos, meine Liebe. Deswegen tut's mir leid, aber wir empfinden nicht so. Weil das ist genug, was wir hier an... Avis Dodson. Nein, nicht bitte nicht noch jemand. Nicht noch jemand aktuell. Das wäre mir ein bisschen too much. Was ein wildes Outfit hier, unser Herr Nachbar. Was ist eigentlich los in diesem Spielstand, Leute? Was ist hier eigentlich los? Ich schwör's euch, guckt euch das an. Akira, was ein Outfit. Aber er fühlt's definitiv. So, sie ist zu Hause und wurde befördert. 0 im Programmieren. Sehr schön, sehr, sehr schön. Sie hat jetzt auf jeden Fall schon mal die nächste Stufe erreicht. Was müssen wir dann machen als nächstes? Level 3 der Programmierfähigkeit und Programmieren üben. Alles klar, das kriegen wir hin. Und dann ist ja auch schon bald Wochenende und dann würde ich sagen, werden wir Diana besuchen gehen und uns mal Gina anschauen. So, Rua ist vorbeigekommen. Ich lasse sie jetzt aber perfekt gerade hier noch den Punkt beenden. Das ist auf jeden Fall super. Wir laden ihn mal ein, über Nacht zu bleiben. Das finde ich schon mal sehr gut. Pyjama-Party findet er toll. Also wir bauen jetzt gerade halt die Beziehung wieder so ein bisschen vorsichtig auf. Aber er ist auch nicht, also er sagt auch nicht nein oder so, ne? Also er kommt ja auch von alleine hierher und da ist alles super. Ich denke tatsächlich, dass sich das Kitten lässt. Und ich war ja auch echt überrascht, dass sie überhaupt halt jemanden hat, mit dem sie so eine krasse Liebesleiste hat. Also ich finde das sehr interessant und würde sie auch eher mit Rua sehen, witzigerweise, als mit einer Diana, weil ich irgendwie glaube, dass er doch besser zu ihr passt. Ist jetzt mal so mein spontanes Gefühl einfach.
Und ich würde es, glaube ich, schön finden, wenn wir das mit den beiden so machen, dass er dann vielleicht auch zum Ende dieses Parts dann eingezogen ist. Und wie es dann mit dem Kind weitergeht, werden wir dann wahrscheinlich sehen. So, wir lassen die zwei jetzt natürlich mal techtelmechteln, weil hallo, ne? Er bleibt ja auch über Nacht, da kann man das auf jeden Fall mal reinschieben, so eine kleine Session. Hat auf jeden Fall geklappt, war erfolgreich, ja. Hat ihr gefallen? Super, es war ihr erstes Techtelmechtel. Das ist alles immer so traurig bei Sims, ne? Das ist so traurig. Aber okay, es war auf jeden Fall scheinbar richtig, richtig schön. So, sie bräuchte eine Dusche. Und danach auf jeden Fall was Leckeres zum Frühstücken. Es ist schon 4 Uhr morgens, aber sie ist echt irgendwie scheinbar eine richtige Frühaufsteherin. Das ist der Wahnsinn. Okay, das da musst du dann gleich aufräumen, bitte. So, perfekt. Und danach lasse ich sie mal ein paar Pfannkuchen servieren. Also ich muss auch auf jeden Fall nochmal später in den Create-a-Sim-Modus gehen und ihr so teils die wilden Outfits mal wieder korrigieren. Also das Spiel hat da auch auf jeden Fall irgendwie einzelne Dinge so ein bisschen durcheinander gebracht. Das kennen wir ja auch nicht anders. Deswegen serviert sie die jetzt hier erstmal. Natürlich auch für Rua. Dann kann sie ihn gleich zum Essen rufen und die zwei können hier gemeinsam frühstücken. Und dann würde ich sagen, werden wir zu Diana und Gina reisen und uns das mal anschauen. Ihr habt vielleicht auch gesehen, ich habe hier oben tatsächlich auch ein Kinderzimmer eingerichtet, weil ich auch denke, selbst wenn Gina nicht bei Alaska leben wird, dadurch, dass sie halt das Zimmer hat und es ihr wirtschaftlich halt auch echt gut geht, warum sollte sie nicht auch ein Zimmer für ihr Kind haben, ne? Also selbst wenn es auch sozusagen erstmal kein gewolltes Kind war, glaube ich schon, dass Alaska dann trotzdem aber jemand wäre. Naja, jetzt ist das Kind halt da, das Kind kann ja auch nichts dafür. Also würde sie sich auch entsprechend wahrscheinlich um das Kind kümmern. Und wir werden da auf jeden Fall sehen, wie sie sozusagen sich emotional dann zu dem Kind halt verhalten wird. Boah, liegst du noch in der Kiste oder ist er weg oder wo ist er? Ah nee, er chillt hier im Bad. Okay. Ja gut, es scheint ihm aber ziemlich gut zu gehen. Dann feier mal die Beförderung. Ich hatte vorhin gesehen, dass das Paarberatungsding über Familie schwärmt. Machen wir das mal. Dann machen wir mal noch einen Witz. Ich hatte eben gesehen, dass vorgeschlagen wurde, hier vorschlagen zur Paarberatung zu gehen. Aber irgendwie ist es jetzt nicht mehr da. Ich würde das nämlich voll toll finden, das eigentlich zu machen. Aber, oh, schon wieder ein Erdbeben. Okay, ich glaube, das Merkmal werde ich hier aus diesem Grundstück echt rausnehmen, weil das finde ich voll nervig. Scheint sie zwar nicht so immens zu stören, aber ich finde es einfach blöd. Nee, falsch. Ah, okay, er muss los. Ah, nee, jetzt doch nicht. Okay, jetzt doch nicht. Er ist arbeitslos. Okay, das finde ich, auch nicht realistisch. Ich werde ihm auf jeden Fall auch einen Job irgendwie geben. Mit Freunden auszugehen. Okay, also eben kam halt Paarberatung. Versuchen zu trösten. Mach das mal. Er mag kochen. Das ist doch schön. Hier, bitten zur Paarberatung zu gehen. Da ist es. Geil. Geil. Paarberatung buchen. Geil. Das will ich auf jeden Fall machen. Das finde ich super. Paarberatung. Okay, wo ist das? Termin für Paarberatung machen. I love it. Wohl. Das finde ich großartig. Gehen mit. Ua. Sehr nice. Weil sie hat ihn ja nun mal aber trotzdem betrogen, hat ein Kind mit einer anderen. Und das ist ja trotzdem aber auch eine Situation, die man vielleicht mal bei einer Paarberatung besprechen möchte. Ne? So. Was habt ihr da für eine Stimmung jetzt von? Durchschnittliche Sitzung. War etwas aufschlussreich, nichts, was das Leben verändert, aber dennoch hilfreich genug. Ja, das hört sich doch schon mal auf jeden Fall nicht schlecht an. Können wir jetzt noch irgendwas Mut zum Ausdruck bringen? Noch irgendwas darüber interagieren oder dazu irgendwie machen oder so? Das wäre halt voll schön. Er ist ein Kind des Meeres. Sehr interessant. Sehr interessant. Okay, dann knutscht euch nochmal ab, bevor ich dann aber jetzt zu Diana reisen werde. Nochmal küssen. Alright. So, auf geht's zu Diana. Und ich glaube tatsächlich, sie würde höchstwahrscheinlich Joe direkt einfach mitnehmen. Das machen die zwei. Alright, alright, Leute. So, jetzt müssen wir natürlich hier erstmal anklopfen, aber ich denke mal Apartment besuchen. Jawohl. Jetzt muss er das nochmal laden. Oh mein Gott, ich lieb's, ne? Okay, das ist das falsche Apartment.
Wo muss ich denn hin? Oh mein Gott, es wird kompliziert, Leute. Es wird kompliziert. Ich muss gerade erstmal das richtige Apartment finden. Das ist auch nicht das richtige Apartment. Oh, ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist es. Es ist niemand zu Hause? Ja, ich höre das Baby schreien. Das ist auf jeden Fall, ist es das. Komm hier hin, Diana. Wieso bist du nicht zu Hause? Und das Kind hängt einfach alleine in der Bude ab. Das ist schon genau das, was ich mir dachte, ja? Also, Diana einfach nicht da. Können wir jetzt da rein? An die Tür klopfen nochmal. Also ich höre das Baby auf jeden Fall schreien. Okay, jetzt ist Diana da und wir konnten rein. So, wenigstens geht sie halt direkt zum Baby, aber sie war halt einfach de facto nicht da. Wir füttern das arme Kind erstmal direkt. Und wechseln dann auch mal die Windel. Also das ist das Apartment, das kennen wir ja so noch. Und ich weiß natürlich, dass die Sims das nicht von alleine machen, wenn man es ihnen nicht sagt. Oh mein Gott, Alaska macht sich erstmal ein Selbsttechtelmechtel und Selbstversagen. Oh mein Gott, ganz ehrlich, Alaska. Wir lassen das Kind erstmal gerade altern. So. Und es ist natürlich absolut nicht kindgerecht, ja? Also hier ist einfach absolut nichts, was passend wäre fürs Kind. Gar nichts. Also wir haben eine Badewanne. Wow. Wo ist das Kind jetzt hin? Wo ist denn das Kind jetzt hin? Es ist einfach despawned. Okay. Das Kind ist einfach weg. I love it. Okay. Egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt natürlich gesehen, dass hier die Wohnverhältnisse absolut nicht gerade die besten sind. Das war uns aber ja auch schon klar, dass das höchstwahrscheinlich der Fall sein wird. Beziehungsweise ich habe ja auch nichts am Apartment gemacht. Das gebe ich ja zu. Aber ja. Alaska wird es auf jeden Fall nicht toll finden, weil sie kommt einfach hier hin und Diana ist nicht da und das Kind schreit. Also das ist halt schon sehr bezeichnend sozusagen für die gesamte Situation. Ja, meinetwegen. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt wieder nach Hause. Wir haben uns das angeguckt. Keine Ahnung, wo die zwei jetzt überhaupt hin sind, wo sie mit dem Kind hin ist. Sie ist scheinbar mit dem Kind irgendwie weg. Also von daher fahren wir jetzt mal mit Joe dann zu uns und besprechen einfach so nach dem Motto, okay, was sollen wir tun? Ich denke höchstwahrscheinlich, vielleicht sollte ich das Kind trotzdem zu mir nehmen. So, ich lasse die beiden jetzt auch auf jeden Fall mal noch wieder beste Freunde werden. Und jetzt werden wir auf jeden Fall mit Joe halt die gesamte Situation besprechen und einfach schauen, ja, was kann man halt tun, ne? Das ist so ein bisschen die Frage. Sie kann sie ja auch mal bitten, ihr einen Liebesrat zu geben, halt, was sie jetzt überhaupt mit dieser gesamten Situation anfangen soll. Aber Joe wird ihr bestimmt sagen, hat Joe ihr Kind gekriegt? Oh mein Gott, bitte nicht. Dass sie halt auf jeden Fall natürlich halt das mit Rua wieder kitten sollte. Dann können wir ihr noch eine dramatische Geschichte erzählen. Ne? Sie wollte das Kind eigentlich nicht, aber es ist halt damals passiert. Sie weiß überhaupt gar nicht, wie, was, wann, wo und überhaupt. Es war einfach eine dumme Idee, mit Diana wirklich so kurzfristig was zu haben, weil sie damit eigentlich alles so boykottiert hat, was sie eigentlich hatte. Nämlich die beginnende Beziehung mit Rua und auch, ja, jetzt hat sie ein Kind, das sie eigentlich nicht haben wollte. So, das war auf jeden Fall ein sehr interessanter Tag für unsere liebe Alaska. Sie muss das Ganze jetzt auch erstmal so ein bisschen verarbeiten und geht jetzt einfach auch direkt schlafen, weil das halt auch echt viel für sie war. Und das müssen wir erstmal ein bisschen verdauen und mal schauen, wie und was wir jetzt mit dem Kind eigentlich machen. Ich habe jetzt Alaskas Bestreben auf Supermutter geändert, weil ich glaube, sie ist tatsächlich ja auch so ein sehr ehrgeiziger Mensch, der, wenn er dann was angeht, es auch hundertprozentig richtig macht. Und deswegen habe ich das jetzt sozusagen halt dahingehend geändert. Jetzt geht es ihr auch auf jeden Fall wieder richtig, richtig gut. Sie hat sich erholt. Dann kannst du dir einfach mal ein paar Reste nehmen und dann hier wieder den Kram. Oh, ich habe vergessen, die Pfannkuchen in den Kühlschrank zu stellen. Das ist schon ein bisschen schade. Einen Kuchen könnte ich eigentlich auch mal wieder machen. Ja, auf jeden Fall ist jetzt so ein bisschen die Frage. Ich glaube, ich werde es auch einfach so entscheiden. Es hatten auch einige dafür gestimmt, dass sie sich gut vorstellen können, dass Alaska halt das Kind zu sich holt. Und dadurch, dass die Beziehung halt zu Diana ja wirklich nicht intensiv ist und dass die zwei sich auch einfach nicht verstehen und dadurch, dass wir jetzt auch gemerkt haben, dass sie ja auch Ruhe hat,
Glaube ich nicht, dass sie tatsächlich eine Beziehung mit Diana eingehen würde. Das sehe ich einfach auch irgendwie nicht für die beiden. Und würde sagen, dass wir sozusagen Gina jetzt einfach zu uns holen. Ist ja auch interessant, dass das Kleinkind hierher kommen kann, oder? Ist irgendwie witzig. Mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Also irgendwie ist Gina hier, aber ich weiß nicht wo. Das ist irgendwie interessant. Mal gucken, kann ich die irgendwie hierher teleportieren? Okay, da ist Gina. Okay. Und Diana ist auch mitgekommen. Okay, alles klar. Dann geben wir ihr mal was zu essen. Und zwar vielleicht einfach ein Schinken-Käse-Sandwich. Und ich denke mal, jetzt wird sie wahrscheinlich nochmal das Gespräch mit Diana vielleicht suchen. Frag sie mal nach der Beziehung der beiden. Das würde mich interessieren. Okay, Rua ist scheinbar auch gerade vorbeigekommen. Das trifft sich ja wie die Faust aufs Auge. Du bist wirklich hübscher, Leskan. Ich bin gerne mit dir zusammen, aber im Moment fühle ich nicht wirklich eine tiefe Zuneigung. Ich hoffe, du verstehst das. Das können wir auf jeden Fall verstehen. Princeton. Kurze Frage. Nelly, Samuels und ich haben vor, Zeit zusammen zu... Ja, bleib ruhig am Ball. Ist in Ordnung. So, jetzt will ich mir das gerade hier mal angucken. Moment. Okay, wir können aber auch... Wir haben auch gar keine Interaktion irgendwie von wegen, ne? Dass die beiden sich über das Kind unterhalten können. Was ich halt echt blöd finde. Dann beleidigen wir sie mal. Oh nein, jetzt ist das Kind wieder weg. Alright. So, ich würde nämlich ganz gerne das Kind jetzt per Cheat... einfach hier hinzufügen, weil das, glaube ich, einfacher ist. Zu Familie hinzufügen. So, weil ich kann ein Kind ja nicht offiziell bitten, einzuziehen. Das heißt, wir haben jetzt Gina bei uns im Haushalt und werden jetzt auch nochmal... Okay, Diana geht, glaube ich, auch einfach. Diana geht. Okay, ciao. Sie geht. Und tschüss. Also, es scheint ja auch wirklich echt vollkommen egal zu sein, dass das Kind jetzt hier bleibt. Also, ganz ehrlich, Leute, ne? Manchmal kann man halt auch einfach gucken, was so letztendlich das Spiel halt selber macht. Ich würde sagen, als letzte Amtshandlung für diese Alaska-Folge werden wir... Ich bin gerade beschäftigt. Ich habe gerade ein Kind zu mir geholt. Rua, hi. Schön, dass du da bist. Ich werde jetzt in den Kass gehen und die zwei einmal umstylen, weil... Alaska ja auch tatsächlich ein paar wilde Outfits hat und deswegen gucken wir uns das Ganze jetzt einmal im Kass an und das Kind muss ja sowieso umgestylt werden. Gorgeous, Alaska. Gorgeous. So, sie heißt ja noch 5000 mit Nachnamen. Das finde ich irgendwie nicht mehr ganz so passend. Wir geben ihr jetzt mal einen richtigen Nachnamen und zwar heißt nämlich der Künstler hinter dem Alaska hinter der Alaska-Figur sozusagen Honnard? Honnard. Deswegen nenne ich sie jetzt einfach so. Super. Alright. Wir gucken uns mal die Outfits noch an, die sie so hat. Also ich finde auf jeden Fall die Haare und das würde ich ihr lassen, weil ich das wirklich cool finde. Das können wir ihr auch lassen. Das kommt auf jeden Fall weg. Super. Aber hier, glaube ich, gebe ich ihr jetzt auch mal ein bisschen ein Update. Mal ein paar frische Sachen an ihr sehen und würde sagen, Umstyling Nummer 1, let's go. Das ist jetzt also unsere gute Alaska. Ich habe ihr mal ein paar so erwachsenere Outfits gegeben, weil jetzt wird sie ja auch Mutter sein und arbeitet ja auch weiterhin an ihrer Karriere. Sie trägt ja Perücke, ne? Also ganz viel und ganz wild, aber ich finde es einfach großartig. Ein paar Sachen habe ich auch gelassen, wie zum Beispiel das Outfit, das ist einfach nur großartig. Und ja, von daher bin ich sehr gespannt, wie sie euch gefällt. Ich mag sie auf jeden Fall und dieses Outfit liebe ich auch immer noch so sehr. Und ja, ich glaube, das passt doch jetzt ganz gut. Und jetzt kümmern wir uns um die kleine Gina. Ach, so, du kriegst jetzt erstmal hier irgendwas anderes. Anhänglich. Ja, das wird irgendwie dazu passen, finde ich. Also stylen wir jetzt noch das kleine Girl um. All
Alright, liebe Leute, das ist jetzt unsere kleine, süße Gina. Sie ist wirklich ein richtig süßes Kleinkind, aber das Gesicht wird auf jeden Fall interessant. Sie hat auf jeden Fall interessante Gene abbekommen. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie dann aussehen wird, wenn sie älter ist. Aber ich muss sagen, ich finde sie trotzdem süß. Ich finde ja Kleinkinder immer eigentlich ganz, ganz nett so, ne? So, da sind unsere beiden. Ein Zimmer hat sie bereits. Alles passt soweit. Ich weiß gar nicht, ist sie mit Rua jetzt eigentlich in einer... Achso, das ist ein falsches Sim. Sind sie jetzt in einer festen Beziehung eigentlich? Aber ich glaube, dass die in einer festen Beziehung sind. Wieso? Mich würde mal gerade interessieren, dass mit dem Heiratsantrag ist ausgegraut, weil Freundschaft reicht nicht aus. Okay. Ich würde mal ganz gerne aber trotzdem nach der Beziehung fragen, um mal so ein bisschen zu wissen, was da eigentlich aktuell Sache ist, wie er so drüber denkt. Ich dachte, wir hätten nur etwas Spaß miteinander, Alessa. Okay. Und ich versau's immer, indem ich den falschen Knopf drücke. Okay, also dann würde ich sagen, wir lassen das einfach an der Stelle. Alessa bleibt jetzt alleine mit Gina in der Wohnung und die Beziehung mit Rua ist halt da. Oh, jetzt spricht er aber irgendwie über Umziehen, hä? Interessant. Sie spricht auch übers Umziehen. Also ich weiß es nicht. Ihr dürft gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch dieses kleine Spin-off hier gefallen hat. Und ob ihr die zwei zusammen seht oder nicht. Also ich bin wahnsinnig gespannt über eure ganzen Kommentare einfach dazu. Gina ist jetzt mal bei Alessa geparkt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall die bessere Lösung. Selbst wenn Alessa das Kind eigentlich auch nicht wollte, glaube ich, ist sie die vernünftigere Erwachsene von beiden mit einem festen Job und einer großen Wohnung, die auch jetzt fürs Kind eingerichtet ist, wo Gina einfach erstmal bleiben kann und wo wir wissen, dass sie versorgt ist. Und dann werden wir in unserem Sin My Shuno Haupt-Let's Play einfach sehen, wo das Ganze hinführt. Das war's dann jetzt für diese Folge. Gebt dem Video super gerne ein Däumchen nach oben und ich bin sehr, sehr gespannt auf euer Feedback zu diesem ganzen Wirrwarr. Bis zum nächsten Mal. Ciao!